Ja, hallo, grüß euch. Kristallenergie ist die ewige Wandlungskraft, hatte ich ja schon gesagt. In dem Augenblick, wo du wirklich Kristallenergie geworden bist, zu Deutsch, dass deine Gedanken Kristallenergie sind, und das können sie werden, werden sie die Materie in deinem Leben immer genauso wunschgemäß gestalten, wie du es vorfindest. Die Materie ist eigentlich wie eine Knetmasse. Du kannst damit machen, was du willst. Wenn du jetzt sehr, sehr stark bei dir bleibst, dann wirst du eigentlich immer das Leben so staffeln und so organisieren, wie du das haben möchtest, und wirst auch die Materie wunschgemäß in deinem Leben vorfinden. Und eigentlich gibt es da keine großartigen Verzögerungen oder Pannen. Wenn jeder Mensch begriffen hat, dass seine Gedanken Energie sind, nach der sich die Materie, in der er lebt, gestaltet, werden die Menschen anfangen, aus ihren Gedanken Kristallenergie zu machen. Indem sie nämlich sagen, meine Gedanken sind Kristallenergie. Ich liebe Kristallenergie und ich will, dass meine Gedanken Kristallenergie immer wieder transportieren. Mit anderen Worten, meine Gedanken sind Träger der Kristallenergie, des kristallweißen Lichts. Und das gestaltet natürlich die Materie, in der ich lebe. Menschen könnten das immer. Eigentlich, wenn sie das wissen, dass sie es können. Aber wie wir wissen, haben die Menschen das eine ganze Weile vergessen. Seit gut 8000 Jahren denken wir da nicht mehr dran. Und dank unserer Lebenserfahrung wissen wir, dass Menschen, sagen wir mal, die finden immer die Materie vor, die dem identisch ist, was sie denken. Und dank unserer Lebenserfahrung wissen wir auch, dass es eine ganze Weile so gehen kann, jahrhundertelang. In verschiedenen Situationen, verschiedenen Zeitaltern. Und dass es eine ganze Weile dauern wird, bis uns die Panne auffällt. Bis dann, bis so lange, in der Zwischenzeit, fangen wir an, die Verantwortung irgendeinem Gott zuzuschanzen oder fangen an, unsere Antworten, die wir suchen in Wissenschaft oder in irgendwelchen lächerlichen soziologischen Themen zu suchen. Und fangen dann an, Menschen zuzuhören, deren Gedanken ehrlich gesagt kein Groschen wert sind. Das ist jetzt nicht dein Problem. Dein Problem ist was anderes. Oder besser gesagt, deine Aufgabe ist hier eine andere. Da du jetzt mittlerweile auch verstehen müsstest, also jetzt auch aus dir selbst heraus, dass deine Gedanken immer die Materie, in der du lebst, hervorbringen, fängst du sofort an, dich auf die Kristallenergie zu konzentrieren. Deine Gedanken werden zur Kristallenergie. Sie sind die Kristallenergie. Dein Denken insgesamt ist die Ground Control. Deine Gedanken sind der Kristall oder dein Denken insgesamt ist der Kristall. Und alle deine Gedanken werden aus diesem Kristall entspringen. Die Space Oddity von David Bowie kennen sehr viele und da kannst du dich ja noch an die Anfangszeile war ja Ground Control to Major Tom. Im Grunde genommen sagen deine Gedanken das dauernd oder besser gesagt, sagt dein Denken das andauernd zu deinen Gedanken. Ground Control, mal zu den Gedanken, die du in 120.000-facher Ausführung pro Tag aussendest. Wenn deine Gedanken sich immer an die Ground Control, sprich an dein eigenes Denken, sprich an den Kristall deines Denkens, Denken ist der Kristall, erinnern, werden sie unverzüglich dessen Färbung annehmen. Sie sind Träger der Kristallenergie. Das ist die höchste Gottheit, wenn du so willst, wenn man das so sagen kann. Also, das ist die Quelle allen Lebens. Das ist deshalb die Quelle allen Lebens, weil sich in der Kristallenergie alles wandelt. Wird alles umgebaut, alles errichtet, aber auch wieder alles wieder abgebaut, alles umgestaltet und so weiter. Je nachdem. Das, was dahinter steht, hinter dieser Quelle, ist keine Quelle. Es ist der Urzustand des Glücks und der Freude. Das ist das Nirvana, was die Buddhisten suchen. Während wir lebendig sind, ist es ziemlich albern, im Nirvana leben zu wollen, denn dann könnten wir uns auch umbringen. Das ist dummes Zeug. Aber wenn wir leben, sind unsere Gedanken dabei, lebendig und äußerst aktiv und in unserem Leben die entscheidende Rolle zu spielen. Alles im Leben wunschgemäß umzugestalten, was wir früher einmal versemmelt haben.
Ich sagte ja gerade, dank unserer Lebenserfahrung können wir dieses, dass wir nicht wissen, dass unsere Gedanken die Wandlungsenergie sind. Dass wir nicht wissen, dass unsere Gedanken die Kristallenergie sind, die ja nur ganz fast Beste verteilen kann. Da wir das lange nicht wussten, wissen wir auch das, was wir in der Zwischenzeit hervorgebracht haben. Während, wenn wir nicht wissen, dass unsere Gedanken Kristallenergie sind oder sein könnten, bevor wir sie ja mit allem Möglichen belastet haben, wenn wir das nicht wissen, bringen wir aparte Sachen hervor, wie zum Beispiel Auschwitz. Oder aber auch die Hexenverbrennung oder ein Hexenhammer bringen wir dann raus. Und wie auch immer, das passiert, solche Geschichten passieren im Zustand maßloser Verwirrung und verdammter maßloser Angst. Jetzt ist uns auch klar, warum Gott immer alles verzeiht, denn der Gott in dem, der alles verzeiht, sind wir. Und in dem Augenblick, wo ich begreife, dass ich diesen ganzen Mist hervorgebracht habe, weil mein Denken eine völlig verkorkste Bahn angenommen hat, werde ich alles tun, da es ja um mich selbst geht, alles tun, um das wieder zu korrigieren. Wenn wir das begriffen haben, können wir aufhören, uns auf irgendeinen Gott zu verlassen oder an Gott zu vertrauen. Das können wir auch gar nicht, denn wenn wir an Gott vertrauen würden, dann würden wir allen Menschen vertrauen. Aber das Denken aller Menschen nimmt vergleichsweise komplizierte, irrationale Formen an. Ich sehe eigentlich keine Quiz-Sendung mehr. Ich will es gar nicht mehr sehen. Und soll man es glauben? Ich hatte gestern, habe ich den Ausknopf vielleicht auch nicht so ganz gefunden, auf jeden Fall sah ich auf einmal die Sendung Wer wird Millionär. Auf einmal. Ich sehe das eigentlich gar nicht. Und da komme ich auf eine Frage: Wie viel Prozent macht der Anteil eines jeden Wählers bei einer Bundestagswahl aus? Ich habe hochgerechnet, dachte, naja Gott, es sind vielleicht 60 Millionen Wahlberechtigte, dann müsste das, weil ja, es gab ja die Auswahlmöglichkeiten, da gab es dann die Auswahlmöglichkeit von 0,02%, 0,0002%, dann gab es 0,00002%, das habe ich mir gemerkt. Und auch noch 0,00000002%. Ich rechnete hoch und dachte dann müsste es ja 0,00000% sein, also 5 Nullen. Ich dachte das so, bei 60 Millionen, das kommt so hin. Und dann dachte ich, dass es um diese Wählung, um Wählerstimmen geht es ja gar nicht. Ich machte den Fernseher wieder aus, weil ich wusste, warum ich es gesehen hatte. Dein Anteil an der gesamten Weltströmung der Welt, den deine Spezies, sprich die Menschen, hervorbringen, besteht aus, weil es jetzt um 8 Milliarden geht, aus 0,00000000%, 2% oder 1%. Oder noch eine 0 dran. Du kannst nicht die Welt beherrschen, was so viele vor uns geträumt haben. Das ist unmöglich, dann müsstest du die Gedanken aller Menschen beherrschen und das solltest du nicht tun, das geht immer schief. Ein Mensch ist immer noch ein Individuum und seine Gedanken bestimmen die Materie, in der er lebt. Aufgrund der Ähnlichkeit werden wir immer zu dem gehören, was in etwa uns entspricht. Mit einer Abweichung von ungefähr 2 Grad plus oder minus, je nachdem wie eng wir bei uns selber sind. In dem Augenblick, wo wir noch nicht so wissen, was wir sind, so nicht Fisch, nicht Fleisch, da kann dann die Abweichung auch durchaus zwischen minus 10 und plus 10 Grad liegen, so ungefähr, so abweichend. Ich will damit sagen, da ist das Zentrum und davon weichst du ab und alle anderen, die beide sind, weichen da ebenfalls von ab. Und je größer der Abstand zu dem eigenen Zentrum ist, desto mehr und desto größer sind die Abweichungen. Mit anderen Worten, das Desaster, die Verwirrung. Habe ich das soweit erklärt, dass du es verstehen kannst? Wenn du sehr eng bei dir bist, dann wirst du bei keinem Menschen mehr großartige Abweichungen von dir feststellen. Auf jeden Fall grätschen sie nicht in dein Leben rein. Ist das klar? Wenn du immer um dich selbst drehst, ich drehe und drehe und drehe, immer mich selbst, ich drehe immer mich selbst, bleibst du sehr eng bei dir. Und dann hast du für irrationale Gefasel einfach keine Zeit mehr. Du lässt sie ihrem Glauben, weil stört es ja nicht, dass sie das und das glauben. Es interessiert dich überhaupt nicht mehr. In deinem Leben gestaltet sich die Materie gemäß deiner Gedanken.
weil deine Gedanken Energieträger sind. Um nicht zu sagen, die Energie, die dein Leben ausmacht, selbst sind. Jetzt ist bei einigen Umräumen angesagt. Auf Gott zu vertrauen ist dummes Zeug. Gott zu vertrauen heißt, dass du dir selbst vertraust. Also wenn du sagst, ich glaube an Gott und ich glaube mir so sehr, ich glaube an Gott, dann müsstest du eigentlich sagen, ich glaube mir. Du bist die Ground Control in deinem Leben. Und jetzt achte darauf, dass du nicht wie Major Tom ins All fliegst und dann keine Verbindung mehr zu Ground Control hast. Und auch sagen kannst, tell my wife, I love her very much. Das interessiert dich nicht. Die Frage ist, bist du in der Lage, so eng bei dir zu sein, dass du jede Verwirrung im Außen ausklammerst? Schaffst du das? Bist du in der Lage zu verstehen, dass deine Gedanken deine Energie nicht nur steuern, sondern sie auch bilden? Das kannst du immer dann gut verstehen, wenn du immer wieder sagst, ich bin das weiße Licht meines Daseins und ich drehe ja immer Rasenstelle um mich selbst. Wir müssen uns hier nicht mit Lichtgeschwindigkeiten oder was weiß ich was oder was ist schneller als Licht, das sind immer die Gedanken. Da brauchen wir uns jetzt echt nicht mehr zu prügeln. Es reicht wirklich vollkommen aus, dass wir sagen, ich drehe immer um mich selbst und meine Gedanken sind Kristallschwingungen, meine Gedanken sind Kristallenergie selbst. In dem Augenblick, wo du das verstanden hast, wirst du alles daran setzen, um deine Gedanken zu Kristallenergie zu machen. Da du derjenige in deinem Leben bist, der denkt, schaffst du das auch. Es sei denn, du möchtest lieber im Zustand der Verwirrung bleiben. Im Zustand der Verwirrung darfst du nicht bleiben, weil du dann den Boden zu dir verlierst. Unser größter Fehler war wahrscheinlich, dass wir gedacht haben, es gibt ein Oben und ein Unten. Das kann es im Weltall aber gar nicht geben. Ja, wie soll es denn da ein Oben und Unten geben? Die Weltall ist eine riesengroße Kugel, da gibt es also. Wo will denn innerhalb einer Kugel jemand sagen, wo oben und wo unten ist, wenn die andere Hund rollt? Also das ist ja nur Quatsch. Mit anderen Worten, dein Oben und dein Unten, das ist deine Control. Und da, wo du mal gerade eine Beziehung zu hast. Schwer zu sagen, was ist jetzt oben und was unten. Das ist wie beim Doppelstern oder so, die andauernd um sich selbst kreisen, bis sie irgendwann so eng aufeinander treffen, dass sie miteinander verschmelzen. Das passiert in deinem Leben. Ich habe keine Ahnung, wie ein Astronom das nennt, aber nimm mal an, du tanzt andauernd um dein eigenes Dual. Das ist der Fels, das ist der Fixstern in deinem Leben. Er bleibt sehr fest bei seinen Ansichten. Er ist eine wirklich sehr, sehr starke Energieausströmung, die auf dich unglaublich wirkt, auf alle anderen nicht, aber auf dich. Kein Wunder, desto Vollkommenheit setzt du ja wieder zurück. Und jetzt kannst du immer wieder enger um ihn rum. Du bewegst dich, du drehst dich um ihn, du kurst da um ihn rum. Und die Verhältnisse, der Abstand zwischen ihm wird immer enger und immer enger. Bis du irgendwann ganz auf ihn triffst und dann verschmilzt es auch miteinander. Dass du ganz auf ihn triffst, ist wunderbar, denn es ist wie ein Zwilling. Das heißt, du passt eins zu eins in dessen Schema rein. Und hast alles andere rausgeschmissen, was da nicht reingehört. Und das Schema deines Duals ist perfekt, es ist vollkommen. Und kannst du dir vielleicht vorstellen, was einige Menschen mitmachten, als sie, sagen wir mal, einer Ideologie angehörten. Der Nazi-Ideologie oder der Stalinismus oder sonst irgendwas. Das war fürchterlich. Sie waren völlig außer Rand und Band. Da kommen aber auch wieder rein. Auch die Opfer dieses solcher Terrorregime waren außer Rand und Band. Sie haben allem vertraut, aber nicht sich selbst. Wenn jemand, der in einer Religionsgemeinschaft ist, einem Gott vertraut, man beileid. Weil, ja gut, okay, ich leide nicht mit, aber du verstehst, was ich meine. Ich habe noch nicht mal Mitgefühl mehr. Der vertraut so vielen Menschen, dass er unmöglich zu sich selbst kommen kann. Aber bei sich selbst ist die einzig richtige Anlaufstation. Eines jeden Menschen. Das ist eine physikalische Tatsache. Oder sagen wir mal, das ist eine Tatsache, die du in der Physik leicht nachprüfen kannst. Und wenn unsere Astrophysik das auch noch hinterherkommt, dann schafft es vielleicht auch mal irgendein Physiker, es mal so zu erklären, dass die Menschen das, wenn wir mal die Spiegelbildfunktion dieser Astrophysik verstehen könnten. Denn im Universum passiert genau das Gleiche. Andauernd ist die Materie unterwegs,
Die spielt ein Don, ein Spiel gleich und gleich gesellt sich gern. Mal trifft es sich, mal trifft es sich nicht, dann driften sie wieder auseinander, dann tanzen sie wieder um einen herum, dann treffen sie sich wieder, dann feiern sie Yippie, eine Party und schon hauen sie alle wieder ab. Das ist immer das Gleiche. Tja. Ich glaube, so ein wenig können wir was draus, können wir was sehen. So, ich habe jetzt ein bisschen eilig und ich muss ja auch gleich noch das alles hier hochladen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich mich nachher nochmal melde, aber ich dachte, so als Zwischenimbiss sozusagen sollte das nochmal gesagt werden. Übrigens hat diese Aussage von mir hier gerade, oh, das hat ein gewisses Gewicht, da steckt Pfeffer hinter. Wenn du einmal verstehst, dass du der Ground Control deines eigenen Denkens bist und die ganze Materie in deinem Leben steuert, beziehungsweise aufrichtet und umgestaltet, na, aber holla. Und dass dich die Materie der anderen nicht interessieren braucht, du wirst dem sofort entfleuchen, wenn es dazu verwirrt ist, du selber aber klar bist in deinem Geist. Jemand hat geschrieben, oh ja, Kristallenergie, ich liebe Gott, ich vertraue Gott. Nee, der hat auch, ja, jein, der erste Teil stimmt, Kristallenergie, wunderbar, meine Gedanken werden Kristallenergie. Das ist schon mal klasse. Ich vertraue Gott, das bist du. Es kann keinen übergeordneten Gott aller Menschen geben, das ist unmöglich. Aber es gibt einen Kerngedanken aller Menschen und da ist die Frage, ob du da noch zugehörst. Das muss es nämlich nicht. Noch bist du hier, das alles auszuprobieren. Denk immer, deine Gedanken werden oder sind Kristallenergie. Sag es einfach. Tu es einfach. Immer. Damit dein Leben eine gereinigte Materie vorfindet und deine Gedanken die Materie für dich so gestalten, wie du es haben möchtest. Und prompt wird es dich von allen anderen trennen, die deinen Vorstellungen nicht entsprechen. Das heißt, du kannst bei anderen keinen Schaden anrichten. Wenn jemand von einer Inkarnation als Genghis Khan träumt, ja, dann wird er sich da wohl mit allen anderen zusammenfinden, die ein ganz ähnliches Weltbild haben. Dann wird sich zeigen, wer da wohl der Stärkste von ist. Na ja, gut, okay, wenn die in solche Spielereien Spaß machen, dann bitte sehr. Ist ja deren Sache. Es betrifft mich nicht mehr. Meine Gedanken sind Kristallenergie. Meine Gedanken sind Kristallenergie. Ich sage das so häufig, bis meine Gedanken es wirklich sind. Und meine Gedanken sind es mittlerweile. Oh, ich weiß es einfach. Meine Gedanken sind Kristallenergie. Eines Morgens wachst du auf und stellst fest, yeah, meine Gedanken wären Kristallenergie oder sind Kristallenergie. Kristallenergie richtet dich andauernd auf, lotst dich an allen Schwierigkeiten vorbei, gestaltet die Materie so um, wie du sie haben möchtest, lässt dir alles das ins Haus flattern, was du dir wünschst. Und kannst mit allen Schwierigkeiten dealen, die da immer noch als Echo der Vergangenheit noch aufgetaucht sind. Na, wenn das jetzt ist, was? Ich wünsche, dass du das verstehst. Und warum der Satz richtig ist, ich bin der Gott, ich bin der Gott meines Lebens und dass die Menschen natürlich alle der Gott ihres eigenen Lebens sind, mit anderen Worten, die alles bestimmende Kraft. Und dass der Satz, das Leben sei ja nur Illusion, und dass man dann sagt, nee, ach was, und das Leben ist ja nur eine Illusion und ist ja alles eine Lüge und Trug, das müssen Menschen sein, die andauernd und den Kürzeren gezogen haben in ihrem Leben. Ja, es kann passieren, solche Menschen gibt es und es macht auch nichts. Aber wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass ihre Gedanken Kristallenergie werden. Das Leben ist keine Lüge und das Leben ist auch kein Trug. Es ist auch keine Illusion. Es ist nur so, dass es in deinem Leben alles, was du davor findest, das ist real, während alle Menschen absolut frei sind, das nicht als real zu akzeptieren, weil es sich zu ihnen gehört. Das muss doch mal irgendwie verstanden werden. Wenn du etwas erlebst, was für dich sehr real ist, dann ist das für dich real. Weil deine Gedanken es auch zur Realität eine für dich erfahrbare Realität machen, wenn alle anderen diese Realität nicht erleben. Ein Alzheimer-Patient zum Beispiel, der völlig verängstigt zu seiner Familie kommt, die gerade beim Frühstück sitzt und jetzt gerade voller Angst erzählt, da war ein Einbrecher in seinem Zimmer oder sowas, dann ist das etwas, was seine Gedanken als Realität, als erfahrbare Realität für ihn so zusammensetzen. Die Familienmitglieder, die keine Demenz haben, die diese Erfahrbarkeit nicht haben. Die wissen natürlich, dass das nicht stimmt. Da war kein Einbrecher. Und doch war das für den, der es behauptet, bittere Realität. Die Menschen brauchen in der Tat Hilfe. Aber das ist durch das, was sie denken.
Damit das so schlimm kommen kann, muss man sich selbst sehr weit verlassen haben. Aber ganz egal, durch welchen Strudel du durchgehst, du hast nicht vor, dich selbst zu verlassen. Das heißt, auch wenn du irgendeine wirklich ärgerliche Diagnose bekommen hast, aber eine Krankheit oder wie auch immer, bitte erstmal keine Panik. Es sind deine Gedanken, die deine Realität aufrichten. Es sind deine Gedanken, die dich deine Realität erleben lassen. Also werden dich deine Gedanken auch da wieder rausholen. Wer immer das als Blödsinn verlacht oder wenn irgendein Arzt kommt, hahaha, ist aber auch nicht wissenschaftlich erwiesen, ach wisst ihr, das Ding zusammengequarkelt. Das ist jetzt wirklich seine Realität. Da muss er dann irgendwie auch mit klarkommen. Wichtig ist für dich nur eins, dass du weißt, deine Gedanken sind im Kern, dein Wesenskern, Kristallenergie. Sie waren nur zu viel belastet. Und deine Ground Control ist immer dein innerster Wille, dein höchster Wille, dein eigenes Sein, deine Existenz. Das ist dein Ground Control. Und das ist dein Bezug dazu. Und demzufolge müssen deine Gedanken dieser Ground Control wieder entsprechen. Wenn der Ground Control, und der ist immer Kristallenergie, jeder Mensch ist der Kristall seines Lebens, ein Kristall seines Denkens. Das ist jeder. Bei anderen war es nur da ziemlich versteckt im Gewühl, aber das, naja, da war der Funkverkehr ein bisschen gestört. Na gut, okay. Jetzt komm da raus und liegst da wieder frei. Menschen, die Multiple Sklerose haben, fällt mir gerade ein. Da liegen die Nerven blank. Da kommen zu viel Außenreize auf sie zu. Und sie reagieren nicht adäquat. Da ihre eigene, sagen wir mal, ihre eigene Wesenssubstanz noch ziemlich gelitten hat, können sie auf die Reize von außen nicht richtig adäquat reagieren. Sie wissen nicht, dass sie selbst ja die Kristallenergie sind, die das alles wandeln könnte. Und das ist der Grund, warum Menschen auch Multiple Sklerose haben. Mach jetzt aus deinem Gedanken sofort wieder Kristallenergie, das heißt, du müsstest es ja nur sagen, vor allen Dingen, weil du es willst, das ist dein höchster Wille, damit du dann deine Materie wieder erinnern kannst. Wir wissen, dass in den antiken Sätzen steht, da steht was von wegen, die Blinden werden wieder sehen, die Lahmen werden gehen und die Tauben werden hören. Na, rat mal warum. Warum konnte man das damals so mit Sicherheit ganz einer Wahrscheinlichkeit behaupten? Na, weil wenn diese Katze aus dem Sack ist, ja, dann wissen das doch alle. Und dann werden wir unverzüglich daran arbeiten. Auch die Menschen, die mit der Betreuung von einer Person betraut sind, die wissen das jetzt auch. Und die werden es ihren Pfleglingen auch erzählen. Kinder, also Lehrer werden es den Kindern, werden es den Schülern erzählen, weil sie kein Interesse daran haben, eine Horde von Teenagern großzuziehen, die diesen Umstand nicht kennen. Eltern werden es ihren Kindern erzählen. Das ist eine Entwicklung, die nicht mehr aufzuhalten ist. Was unsere Kirchenväter angeht, unsere Pastoren, unsere Pastorinnen, was ist mit ihnen? Empfehlen wir sehr Gnade Gottes an. Ich hoffe, dass sie wissen, was sie getan haben. Oh, weia. Für einige könnte das noch schief gehen, ja, das ist richtig. Für einige. Allerdings ist jeder Mensch arbeitet jeder Mensch in seiner eigenen Gedankenschmiede. Das ist die Energie, die du hervorbringst. Deine ist es, um gleich zu sagen, du möchtest ja der Welt etwas Gutes, also viele sagen das ja, sie möchten der Welt etwas Gutes tun. Okay, du hast genau 0,0000001% in diesem ganzen Weltkonzert mitzuspielen. Und dieses kannst du jetzt bewegen. Aber für dich ist das doch fabelhaft. Denn du hast in deinem Leben 100% zu sagen. Da gibt es keine 0 vom Komma. In deinem Leben bist du die allentscheidende Gewalt, weil deine Gedanken Kristallenergie geworden sind. Wenn du sagst, meine Gedanken sind Kristallenergie, ich will da ja hin. Ich habe wieder eine Verbindung zu meiner Ground Control sozusagen.
In dem Augenblick werden deine Gedanken Kristallenergie. Okay, das gibt auch ein ziemliches Hornstechen. Sei dir gegenüber fair. Sei nett zu dir. Denk immer daran, dass es ja jahrzehntelang gedauert hat, oder es konnte jahrzehntelang dauern, bis du dahinter gekommen bist. Und das war doch kein, und das ist doch kein Pappenstiel in diesem Gewühl gewesen. Ein Wunder, dass du überhaupt darauf gekommen bist. Vor deinem Tod, meine ich. Aber jetzt in diesem Leben hat jetzt eine Weichenstellung für dich begonnen. Das heißt, du wirst nie wieder in einem Leben geboren werden müssen, in dem man dir dieses Wissen vorenthält. Das ist ja was ganz anderes. Wenn jemand stirbt und hat sich im Leben dieses nicht erworben, dieses Wissen meine ich, aber das nun gehört halt von einem anderen oder selbst drauf gekommen, spielt gar keine Rolle. Hauptsache, die Weiche ist da. Dann wird er sie vermutlich auch gehen. Das heißt, dein jetziges, künftiges Leben bedeutet, dass deine Gedanken dich immer, dass die dir immer schmeicheln werden, dass sie dich immer hochleben lassen werden, dass sie immer Kristallenergie sind, dass deine Kristallenergie dich immer hochleben lässt, dass deine Energie dich immer begleitet, dass sie dich immer pampert, dass sie dir immer an den Rücken stärkt. Und dass du keine Verzweiflung mehr erleben kannst, durch die du nicht auch mal durchkommst. Ich hatte gestern Blues. Es gab mal so, das passiert ja manchmal. Dann hat man mal so einen Durchhänger, das kann passieren. Deswegen hatte ich ja auch von lauter Verzweiflung den Fernseher angemacht. Oh Gott, normalerweise mache ich das gar nicht mehr. Aber ich hatte gestern einfach einen Hänger. Ich so, komm, irgendwas im Fernsehen, ich muss mir jetzt irgendwas anhören, was. Und dann komme ich auf diese lächerliche Quizsendung. Mit dieser Frage. Wie hoch ist dein Anteil, also in Prozenten gerechnet, bei einer Bundestagswahl oder sowas? Und dann ist mir aufgefallen, dass es um die Bundestagswahl überhaupt nicht geht. Was für Pappnasen da wählen, was Pappnasen da gewählt werden, es ist völlig uninteressant. Wichtig ist für dich nur eins: sind deine Gedanken in der Lage, so eine hochkarätige Energie hervorzubringen, dass deine Materie in Frieden und Harmonie und Schönheit wieder verlaufen kann? Das kann sie nämlich. Also, und jetzt ist uns auch klar, dass es einen Auserwählten nicht geben kann. Das Auftauchen eines Jesus von Nazareth war vor 2000 Jahren sicherlich sehr wichtig. Da waren die Menschen mich völlig verwirrt. Aber heute, ich denke, heute weißt du gut, was du wert bist, ne? Deine Gedanken bringen dich immer wieder an die Oberfläche. Und auch etwas. Also, an den Scheitelpunkt des Lichts. Und wenn das jetzt jemand hört, der im Gefängnis ist, oder der das, also wenn jetzt jemand sagt, ich habe, was weiß ich, mein Freund, mein Mann, was weiß ich was, oder meine Freundin, was weiß ich, was sitzt im Gefängnis. Hör zu, sag es ihm. Schreib es ihm. Wir haben, glaube ich, meine Gutbriefe werden zensiert, aber trotzdem, das sind ja nun Gedanken, die schacheln ja noch nicht zur Revolution auf oder ähnliches. Dann schreib es ihm. Ich wollte, ich könnte es. Ich kenne ja niemanden, der im Gefängnis sitzt. Außerdem ist seine Handschrift nicht gerade so klasse. Aber gut, das kann man ja auch per E-Mail schreiben. Aber wem sollte ich das? Also, los jetzt. Wir müssen, so, jetzt kommt, Leute, wir müssen an die Front. Das hilft alles nichts. Also, wir müssen ja nicht gleich in die Open. Aber auf jeden Fall versuchen es anderen irgendwie zu erklären. Dass ihre Gedanken die Energieträger sind, die ihr eigenes Leben gestalten. Das müssen die Menschen wissen. Bei aller Verwirrung hier zum Trotz. Und jetzt hört er nicht auf, vor irgendeinem Gott anbeten, die Knie zu beugen. Das reicht jetzt. Und glaube mir, ein Gott, der dafür sorgt, dass es dir immer gut geht, gibt es nicht. Aber den Gott, der dafür sorgt, dass es dir immer gut geht, das bist du. Und wenn deine Gedanken eine hochqualifizierte Energie herausströmen, ja, dann kannst du doch nur gut gehen. Guten Morgen. Ach Leute, Halleluja, wir haben es rausgekriegt. Ein wenig ist Feiern angesagt hier. Jetzt können die ersten Sekt, der Sekt kann schon mal kaltgestellt werden. Oder der Champagner kann schon mal kaltgestellt werden. Alles gut. Ich wünsche alles, alles Gute. Wenn du keinen Alkohol vertragen kannst, dann Traubensaft tut es dann ja auch. Aber ich verstehe, ich hoffe, du hast verstanden, was ich gemeint habe. Die Materie kann umgebildet werden, umgestaltet werden. Und so gesehen kann auch das, was früher einmal für dich ganz schädlich gewesen ist, auf einmal gar keine Rolle mehr spielen.
Auch wenn Menschen süchtig geworden sind, ich möchte es schnell sagen, was? Auch wenn Menschen süchtig geworden sind. Sie wurden süchtig, weil sie diesen Umstand des Lebens nicht kannten. Und jetzt impfe dir immer wieder ein. Meine Gedanken sind Kristallenergie, die die Materie, in der ich lebe, nicht nur wandelt, sondern erhebt. Sie aufs Glücklichste gestaltet. Wer soll denn da noch gegen ran krakeelen? Wenn ich morgen einen Post machen sollte, oder übermorgen, indem ich euch von hinten und vorne nur beschimpfen würde oder so etwas, dann wirst du höchstens sagen, was soll das denn? Was sind die, was ist da mit der Alten los? Ach was, vergiss es. Und schaltet es wieder aus und das war's. Du bist der Scheitelpunkt des Lichts und noch etwas, du bist der innere Kern. Jemand hatte mir geschrieben, also besonders freundlich bist du ja nicht. Ich gab als Antwort nur, naja, die Zeit der gezuckerten Reden sind vorbei. Aber ich muss auch sagen, ich bin sehr unfreundlich gewesen, die Tage nicht. Also ich bin ja seit Jahren so unfreundlich. So unfreundlich, dass ich euch sage, dass eure Gedanken die Kristallenergie eures Lebens sind und die euer Leben gestaltet. Und dann natürlich wunderbar verlaufen ist, in bester Harmonie, wenn ihr darauf achtet, dass eure Gedanken Kristallenergie sind. Indem ihr immer wieder sagt, meine Gedanken sind Kristallenergie. Ich bin der Kristall meines Denkens. Ja, das muss ich sagen, das war sehr unfreundlich von mir. Sowas Gemeines. Bei einigen Menschen frage ich mich echt, ob die einen Knall gehört haben. Also gut, Leute. Ich wünsche euch wirklich alles Gute. Kommt gut hin. Dreht euch so schnell wie möglich um euch selbst. Das heißt, dass eure Gedanken sind, die immer um euch herum flattern und sich immer um euch herum drehen. Und du wirst dich immer um dich selbst drehen. Und demzufolge alles in die Kristallschwingung bringen. Alles in die Kristalldrehung bringen. Und deine Gedanken sind Kristallenergie. Na, was Besseres gibt es ja wohl nicht. Du bist das Licht deines Lebens, vergiss das nie. Das absolut weiße Licht. Da geht nichts drüber. Gar nichts. Alles Gute. Tschüss.